Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und diesmal für den Nongi Con 2024, wo ich auch letztes Jahr hier war. Eine kleine Anime- und Japan-Convention hier in Speyer. Keine Angst, auf den Kirmesplatz gehe ich noch. Kaiserslautern. Ja. Gut, diesmal wird es wahrscheinlich ein kleiner Vlog. So wie letztes Mal auch. Sebastian ist auch leider nicht dabei. Der ist bei der Oma und Opa in Bayern. Jo, daraus noch eine kleine Geschichte von den Nongicon. 2019, vor Corona, war die Nongicon eine kleine Japan-Tag gewesen in der Volksschule Speyer. Und da wurde schon angesprochen, dass eine große Convention geben wird in Speyer. Doch im Jahr 2020 kam ja Corona. Da ist dann halt das ausgefallen. Ja, 2021 auch. Und 2022 gab es dann eine kleine Convention mit halt Corona-Vorschriften, Pipapo. Und erst im Jahr 2023 wurde sie dann vergrößert. Partner haben sie auch jede Menge und Support. Darunter auch Akihabas und Peppermint. Leider sind die hier nicht vertreten, was ich schade finde. Weil solche beiden großen Publisher müssten theoretisch hier auch Stände hinmachen. Kleine Stände. Und da ist ja zurzeit noch gleichzeitig noch eine andere Convention. Und zwar die Hanami, die ehemalige Hanami in Ludwigshafen. Die ist jetzt in Koblenz und deswegen finden hier die, wo alle auf Speyer, Ludwigshafen etc. Bisschen blöd, dass sie jetzt nach Koblenz gezogen ist. Und deswegen sind hier jetzt die meisten in der Umgebung hier unterwegs. Und dann zeige ich euch mal einen kleinen Rundgang von der Nongicon. Wir sind jetzt hier in der Foyer, so im Eingangsbereich. Hier sind Online-Tickets und auch die Tageskarten. Die Nongicon geht ja nur zwei Tagen, also Samstag und Sonntag. Ich bin am ersten Tag hier. Und hier im Foyer sind natürlich kleine Aussteller, zum Beispiel japanische Kultur. Dann im Nebenraum sind halt natürlich die ganzen Computerecken und Verkäufer. Und wenn man da aus dem Raum rausgeht, kommt man hier in den Workshop rein. Aber auch hier draußen ist halt auch Neon Genesis Evangelion wieder vertreten, so wie im letzten Jahr. Ein kleiner T-Rex, naja, ein Velociraptor und Umbrella Corporation von Resident Evil, aber diesmal leider klein. Also die haben nur ihren Bus hier und nicht so wie letztes Jahr ihr andere Fahrzeuge, Motorräder und etc. Pipapo. Also Quad war da gewesen, alles Ding. Auf jeden Fall macht auch Speyer, wenn es die Speyer Messe, also die Kirmes, wenn die über Halloween geht, gibt es einen Zombie Walk auf der Speyer Messe und da ist auch Umbrella Corporation dabei, aber so wie ich glaube im Kopf habe, ist dieses Jahr die Herbstmesse nicht über Halloween, glaube ich, und die Karlsruhe ist recht nicht. Aber wir sind ja, wir werden jetzt großartig über Kirmes reden, sondern über die Convention. Dann gehen wir wieder rein. Dann zeige ich euch noch die anderen Sachen. Jetzt sind wir wieder drin. Wenn man gleich hinten durchgeht, haben wir hier gleich die Maid Café, Essen, Stände etc. Und dann haben wir hier die Halle, was jetzt gerade Cosplay ist. Man hört schon das Jubeln. Leider gibt es hier ein kleines Problemchen. Das Problemchen ist, die Artisten sind hier mit ihrer Artworks. Und da vorne, ja, die Sitzplätze. Und die Sitzplätze sind leider sehr wenig, weil die Artisten Artworks drei Viertel Halle benutzen. Ja.
sind wir mal aus der Halle, hinten im kleinen Garten. Hier hinten im Garten war mal letztes Jahr das Samurai, ja, also ein Zelt gewesen mit über Samurai, Schwerter, Rüstung, wie es hergestellt wurde, aus was es besteht und wann das benutzt wurde, etc. Leider ist es dies ja nicht dabei. Finde ich schade, weil es befindet sich alles ja größtenteils hier in der Stadthalle, auch in die kleinen Räume. Und denk mal, war hier die, weil die Hanami jetzt in Koblenz ist und im selben Zeitraum ist, ja, sind halt hier die meisten Cosplayer jetzt und die Japan-Fans, sagen wir so, hier statt auf der Hanami in Koblenz. Und deswegen ist die Halle überfüllt. Das andere, was mir auch leider nicht so gefällt hier, ist halt wegen der Halle, das habt ihr gesehen, dass die Artisten drei Viertel von der Halle beschlagnahmen und ja, dafür die Sitzplatzmöglichkeiten weniger sind. Finde ich halt ein bisschen blöd, wenn jetzt gewisse Shows sind und sonst so weiter und der Andrang ist höher, sieht man fast gar nichts. Das ist halt leider der Nachteil. Da hätten sie ja gesagt, okay, wir können nicht alle Artisten annehmen, weil wir brauchen Sitzmöglichkeiten, weil ja, Zukunft wird wahrscheinlich die Halle nicht ausreichen. Dann wird sie wahrscheinlich woanders reisen oder werden dann wahrscheinlich überlegen, okay, wir brauchen mehr Sponsoren, Unterstützer oder sonst weiter, dass wir draußen auch ein Zelt hinbauen können, dass wir draußen was machen können und sonst weiter, dass es wetterbedingt ist. Das sind halt meine Vorschläge und wäre auch mal geil, dass man dann Einlassbändchen geben würde, Stoffbändchen. Ich denke mal, wenn ich das Geld zusammen hätte, würde ich dann mal welche sponsoren. Also sagen, hier habt ihr Geld, dann könnt ihr euch Einlassbändchen machen und dann sieht schon mal viel geiler aus als die blöden Papierbändchen. Dann gehen wir mal kurz mal wieder rein. Ich könnte euch jetzt noch einen Ausschnitt machen von Taiko-Trommeln. Habe ich auch ein bisschen gefilmt für euch. Thank you.
Thank you.
ist eine kleine Convention. Bin war drin gewesen. War schön, um Sachen anzuschauen. Ja, man kann es halt nicht so vergleichen wie mit großen Convention wie Hanami, Animagic, und alles, was es gibt. Oder auch selbst Japan-Tag Düsseldorf. Man darf das nicht vergessen. Es war ja dann, ist es noch eine recht junge Convention. Man merkt, dass die sich bemühen. Aber man merkt auch teilweise, so viele Leute, wie es jetzt sind jetzt, dass die Halle ein bisschen zu klein ist und ja, wie bei den Shows leider nicht zu viele Sitzplätze gibt und die Artisten halt mehr Platz brauchen, ist teilweise schön und teilweise auch blöd. Klar, bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Auf jeden Fall habe ich euch nur eine kleine Impression, Rundgang euch gezeigt, weil ich will das ja nicht alles filmen, weil ich es auch respektiere, was die Artisten hier drin zeigen und so, ihre Kunstwerke. Des Weiteren hat es auch teilweise auch wahrscheinlich auch Lizenzgründen oder so oder Ideen klauen. Nicht, dass die anderen, ah, das sieht geil aus, das kann ich auch machen. Genau, hier gibt es auch sehr viele Workshops über Miso-Suppe, wie man das macht. Also Miso-Nudeln und Workshops zu zeichnen und pipapo. Also ist schon recht schön hier. Bin mal gespannt, wie es weiterentwickelt hier mit der NonkeyCon. Und hoffe mal, ich denke mal, dass ich vielleicht nächstes Jahr Einlassbändchen für die Sponsor, dass sie mal ein bisschen was haben und dann halt schöneres Andenken ist hier als so ein Papp. Einlassbändchen. Jo, jetzt gehe ich nach Kaiserslautern auf dem Maikerbe. Lauterer Maikerbe. Einige coole Beschickungen, Fahrgeschäfte stehen da. Bin mal gespannt, wie es dort wird. Und wie es gefallen wird. Es ist auch heute DFB-Scheißspiel, Fußballgedöns. Das ist uninteressant. Mich interessiert ja die Kirmes. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, je nachdem. Und ich hoffe mal, dass auch das kleine Video euch gereicht hat. Ja, ich würde euch gerne mehr zeigen, hätte euch gerne mehr gezeigt, aber wie es die Lage ist, ist es halt nicht so. Jo, dann nochmal einen schönen Tag, schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis demnächst. Ciao.